Ja, hi und herzlich willkommen. Ja, heute mal zu einem Tutorial für After Effects. Ja, wie man einen Trapcode vor dem Hintergrund macht. Ja, so wie ich ihn jetzt teilweise noch gemacht habe. Und dafür ziehen wir uns erstmal eine C4D-Datei rein, damit wir ja eine Kamerafahrt haben, um das Ganze ein bisschen besser zu verdeutlichen. Okay, das können wir alles mal kurz entfernen. So, und jetzt fügen wir als erstes mit Steuerung Y eine schwarze Farbfläche hinzu und ziehen die unter die PNG-Datei. Ja, als nächstes würden wir dann Trapcode Form verfahren, das ist ein Plugin. Ja, muss man sich dann halt kaufen oder sonst irgendwie besorgen. Und ja, jetzt haben wir hier schon mal das hier irgendwie, das sieht halt noch ziemlich blöd aus. Und dafür gehen wir jetzt auf Baseform, klicken hier drauf und Boxgrid passt schon. Stellen hier bei Size X und Y ab. 2500. So, jetzt habe ich es. Ein. Na, 500. Und bei Size Z 1. Und bei Particles in Z auch 1. Und jetzt. Sie merken ja schon, es ist nicht mittig. Nicht mehr andersweise mittig. Deswegen verschieben wir das. Nee, das passt schon so ungefähr. Also, das ist bei Kamera manchmal so, muss man ein bisschen darauf achten, dass wenn die Kamera irgendwie merkwürdig ist, dass es dann nicht in der Mitte ist. Passt das so? Ja, würde ich sagen schon. Oben und unten ist auch gut. Okay. Und ja, jetzt können wir hier mit den Gradzahlen ein bisschen rumspielen. Stellen wir hier mal so auf. Ja, das ist ganz gut, wenn es ein bisschen so geht. Vielleicht so, ja, minus 90 ist ein bisschen platt, oder? Ah, ne. Aufgrund der schrägen Kamera ist es schon ganz gut. Jetzt müssen wir das Ganze halt nach oben holen mit den Werten wieder. Ein bisschen rumspielen immer. Wer sich jetzt schwer abschätzen ist, wann es da oben ist, weil, ja, halt quasi, der Text immer drüber ist. Und ich würde sagen, da finden wir mal so 0 ungefähr. Ich denke auch, wenn man jetzt am Ende gleich mal aufspannen ist, nee. Ah doch, man sieht, der Text ist immer über den Sachen. Also ich komme zu ein paar optischen Täuschungen, wie hier jetzt gerade zum Beispiel. Aber ja, das ist leider immer so. Und ich muss sagen, minus 90 Grad kriegt man nicht ganz, immer mal minus 80. Das ist halt auch immer alles so Geschmackssache. So ein leicht schräge finde ich immer ganz nett. Und ich finde auch ein bisschen weiter nach unten täte dem Ganzen nicht schlecht. Ja, so fliegen wir schön durch die Partikel durch. Und ja, jetzt kommt es zum eigentlich Wichtigen, denn so sieht es ja eigentlich noch ziemlich, ja, blöd aus. Das ist Dispersion Twist und Fractal Field. Da haben wir einmal die Effect Size, die wichtig ist. Die betont halt, wie doll es bestimmte Flächen jetzt heraustreten und hell sind. Da muss ich sagen, ist meiner Erfahrung nach immer so 3 ein ganz guter Wert. Und Displays. Ja, das ist halt, wie doll die Sachen halt jeweils aus diesem eigentlichen Gefüge austreten. Und ich würde sagen, dann nehmen wir mal so 25 vielleicht. Nicht so stark, aber auch nicht so wenig. Und ja, das sind erstmal so die Standard-Grundeinstellungen. Ach ne, hier fehlt noch was genau. Im Spare Feather muss nämlich auf 10. Size Random auf 25. Und das bringt auch nicht so viel, aber ich finde, das sieht so ein Ticken besser aus. Und so Standardeinstellungen, die von vielen Leuten benutzt werden. Ach genau, dann hat man es schon mit der Farbe. Ah ne, hat man nicht, das war in der letzten Aufnahme. Ich habe nämlich schon mal eine Aufnahme zu dem Ding gemacht gehabt. Musste den aber leider löschen, weil After Effects abgestürzt ist mit einer Aufnahme. Und ja, jetzt kommen wir zum eigentlich Spannenden. Das ist nämlich Twist und Disperse. Und Twist macht halt quasi ja diese Form. Und wenn wir die ein bisschen stärker hochdrehen, mal so, oh, so ungefähr, haben wir halt so eine Form. Das ist halt. Ja, irgendwie teilweise ganz spannend. Wir können ein bisschen drunter spielen vielleicht. Da kann man sehr spannende Sachen mitmachen. Und noch weiter runter gehen wieder. Ja, noch weiter. Dann. Ach, nicht so weit runter. Das ist ja schon Minusbereich jetzt. Genau, können wir ganz halt hier quasi so wölben. Und ja, ich muss sagen, da bringen auch die schon so 0, irgendwas Schritte was. Können wir 0,25 machen. Vorher war es komplett gerade, jetzt ist schon so. Das ist mir schon zu stark jetzt gerade, muss ich sagen. So 0,1.
Sieht eigentlich ganz nice aus. Und ich kann mal kurz vorrennen lassen, was wir jetzt haben. Ups. Jetzt habe ich wieder was. Oh nee. Das ist echt so ein Ding bei After Effects. Sieht man so Felder loslösen. Ja, jetzt haben wir halt schon so einen Hintergrund. Das Ganze ist normalerweise synchron zur Musik. Die ist bloß gerade nicht drin. Und ja, so hört man jetzt so einen Background. Und was halt auch noch möglich ist, kann ich kurz nochmal zeigen. Wenn ich jetzt zurückbekomme. Irgendwie so. Ist halt, wenn man hier Twister ein bisschen hochstellt, schauen wir mal auf 3 vielleicht. Jetzt sehe ich halt, ich hätte gerade den Text zum Beispiel jetzt ganz gerne in diese schwarzen Lücken hier. Und auch gerne ein bisschen mehr Partikel. Können wir auf 150 stellen hier und hier auch auf 150. Das ist wie gesagt alles Geschmackssache. Ja, dann sieht er schon ganz nice aus so. Kann ich das noch kurz zeigen, wie Twist jetzt mit 0 aussehen würde. Jetzt würde es halt so aussehen. Hat, finde ich, definitiv schon mal was. Und ja, ich denke mal, dass der Rest eigentlich auch relativ selbsterklärend ist. Wie der Twist, machen wir diese Wölbung rein. Dabei kann man ein bisschen umexperimentieren. Und halt von mir aus auch ganz hochstellen. Das ist auch dann halt quasi das Ganze irgendwann halt. Ja, nicht hier wirklich gebunden ist. Und dann vielleicht noch ein bisschen dispers ist, dass sich die ganze Zeit einzeln sind und sich auch gar nicht mehr ins Gefüge halten. So 0,254. Das ist schon zu stark. Ah, ne, ist schon zu stark. Na gut, vielleicht 0,0. Na, 0,05. Genau, ich finde, das hat was. Und Twist kann man halt, ja, je nach Belieben einstellen. Und wenn wir mal kurz ganz hoch machen, dann sehen wir halt, dass es irgendwie nicht mehr viel verändert an einer bestimmten Höhe. Ach, da hat man noch kurz eine bestimmte Form drin, hier. Das Ganze ist halt quasi so doll gewölbt, dass wir es schon so haben. Und dann geht das Ganze halt quasi jetzt endlich ja schon vorne los. Wollen wir es aber gar nicht so doll haben unbedingt. Ach, hier haben wir es auch wieder so gehabt. Ich finde, so hat auch was. Also man ist halt alles so, dass man ein bisschen rumexperimentieren muss. Was einem halt gefällt. Kann ich hier noch kurz so rendern. Das geht hier Gott sei Dank auch relativ schnell, solange wir keins jetzt hier so drauf haben. Und ja, ich hoffe mal, ich habe jetzt ungefähr die Sachen euch gezeigt, die wichtig sind, damit, ja, man sieht es eigentlich nicht, dass ich jetzt all das kopiert, was ich gemacht habe, sondern dass ihr selbst wisst, was die Werte stehen und was man mit diesen Werten jeweils halt einstellt. Was ich sagen muss, ist zum Beispiel diese Szene hier, wenn ihr diese Partikel, warte kurz, wo war es denn jetzt hier? Wenn zum Beispiel der Partikel hier ganz nah dran ist, das sieht immer, finde ich, ziemlich gut aus, mit einer CC-Sperre drauf. Ich weiß nicht, ob es. Mal nee, mag ich es nicht. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich hoffe nicht, ich will nicht, dass ich es alle kopiere, denn das ist A, nicht der beste Background, die ich jetzt hier schnell hingezaubert habe. Dauert normal ein bisschen länger. Zumindest bei mir. Und ja, ich werde, dass ihr ungefähr wisst, wie sowas geht, wenn es euch interessiert. Und dass ihr nicht eins zu eins die Werte kopiert, die ich hier einschreibe, sondern hier wisst, dass halt zum Beispiel Effekt-Size die. Ja, Helligkeitskontrolle ist, und das Ganze halt, ja, nachmachen könnt. Also selber eigene Werte euch zurechtfinden könnt und, ja, eure eigenen Kreativität so ein bisschen freien Lauf lassen könnt. Aber ja, ich würde sagen, es ist auch erstmal genug Moralapostel gespielt und, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder, ja, wenn es euch nicht getan hat, von mir ist auch gerne ein Abo, habe ich nichts gegen und, ja, hoffentlich bis, ja, zu irgendeinem anderen Video mal wieder und ciao.